Frank Becker ist ja der neue Chef der Rennleitung. Dr. Tasch ist nach vielen, vielen Jahren, ich glaube nach gut 4 Jahrzehnten, zurückgetreten und hat gesagt, es ist Zeit, die Arbeit in jüngere Hände zu geben. Nun haben Sie ein gerüttelt Maß an Erfahrung in der Rennleitung. Wie viel Derby-Erfahrung gehört dazu? Es gehört überhaupt keine Derby-Erfahrung dazu. Das ist mein erstes Derby. Dementsprechend gespannt bin ich. In gewisser Weise auch ein bisschen angespannt, selbstverständlich. Aber ich freue mich riesig darauf. Und es wird mit Sicherheit ein tolles Rennen werden. Sie waren ja jetzt auch mit dabei bei der Startboxenauslosung. Kann man das als Rennleitung so ein bisschen ausblenden? Wo läuft der Favorit? Wo läuft einer, der für viel Geld nachgenannt worden ist? Muss Ihnen das und ist Ihnen das eigentlich egal? Weil es ist ein Rennen. Es ist uns insofern egal, dass wir sagen, wir machen uns darüber keine Gedanken, wo das Pferd startet. Aber wir müssen natürlich wissen, wo startet der Favorit, wo starten die Gegner. Das ist ganz klar. In der Vorbereitung des Rennens ist es für uns wichtig. Frage an jemanden, der in der Rennleitung ist. Darf man als Rennleitung wetten? Nein, das darf man nicht. Und das würden Sie auch nie, nie tun. Aber wenn Sie könnten, auf wen würden Sie wetten? Das würden wir auch nie tun, das ist richtig. Ich habe einen kleinen Geheimfavoriten. Mir gefällt Larry sehr gut. Ich glaube, das ist ein sehr dunkles Pferd, den wir noch nicht häufig auf den Bahnen gesehen haben, aufgrund seiner Startschwierigkeit. Der ist ja ein oder zweimal nicht in die Box gegangen. Man hat viel mit ihm geübt. Meine Information ist, dass er alles sehr gut gemacht hat. Nun kann man natürlich eine Übung während der Woche ohne andere Pferde und ohne das Publikum, das kann man nicht vergleichen mit dem Rennen. Ich hoffe sehr, dass alle Pferde in die Startboxen gehen. Ich hoffe sehr, dass das beste Pferd und nicht das glücklichste an diesem Tag gewinnt. Ich glaube, Larry hat eine Chance. Aber der Favorit der Herzen oder des Volkes ist sicherlich Boscaccio und dem wäre es auch von Herzen zu gönnen. Vielen Dank, Herr Becker. Und Sie haben natürlich völlig recht, wenn man nicht übt, dann wird es ja auch nicht besser. Dankeschön. Bitteschön, danke.